Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der besten Themes in Gaming. In dieser Liste werden uns die besten Hauptthemes von Videospielen oder Franchises ansehen, daher werden hier keine Themes aus bestimmten Level einbezogen. Welches von diesen Themes ist deiner Meinung nach das ikonischste? Haben wir welche vergessen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Nate's Theme, Uncharted 3. Nur wenige Spieleserien verkörpern das Abenteuergenre so gut wie Uncharted. Jeder Teil entführt den Spieler an einen exotischen Ort mit gefährlichen Gegnern auf der Suche nach einem verlockenden Vermögen. Greg Edmondson, der Komponist der ersten drei Spiele, hat das Thema für den selbstbewussten, unbekümmerten Helden perfekt getroffen. Alles vom schnellen, perkussiven Intro bis zu den schmetternden Bläsern macht Lust, sich auf die Reise zum Ruhm zu begeben und nie mehr zurückzuschauen. Wir lieben auch Henry Jackmans eindringliche, von Streichern begleitete Version in Uncharted 4, die Gefährlichkeit von Nates Lebensstil noch unterstreicht. Außerdem haben wir uns riesig gefreut, dass es in der Verfilmung von 2022 auftaucht. Platz 9. Nerevar Rising, The Elder Scrolls 3 Morrowind. The Elder Scrolls ist eine bahnbrechende Fantasy-Reihe, zu deren einflussreichsten Werken Morrowind gehört. Eines der Elemente, die es so phänomenal machen, ist die Musik des Komponisten Jeremy Soule. Bethesda brauchte eine Musik, die das Ausmaß und den Sinn für Wunder, den Morrowind bieten sollte, einfängt. Nirgendwo kommt das besser zum Ausdruck als im Hauptthema Nerevar Rising. Das Stück umfasst sowohl die Unbeschwertheit der Entdeckung einer magischen neuen Welt, als auch die imposante Gefahr, die lauert. Es ist in Ermangelung eines besseren Wortes episch. Soule kehrte zurück, um spätere Spiele zu vertonen und ließ Elemente von Nerevar Rising in andere Themes einfließen, wie zum Beispiel in Dragonborn von Skyrim. Platz 8. Titeltheme, Pokémon-Reihe. Wie bei vielen Nintendo-Spielen gibt es auch bei Pokémon mehrere herausragende Musikstücke, die im Laufe der Serie erschienen sind. Wir freuen uns immer wieder, wenn uns das Titeltheme begrüßt, auch nach all den Jahren. Das flotte Marschtempo in Kombination mit der exzellenten Chipmusik bringt uns immer wieder zum Miteinstimmen. Es ist eine Freude zu hören, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Der Komponist Junichi Masuda konnte nicht ahnen, wie einflussreich und weit verbreitet dieses Thema einmal sein würde, aber wie alle guten Themes enthält es Elemente aus dem jeweiligen Spiel. Wenn die Spieler dieses Theme hören, ist es unmöglich, sich nicht vorzustellen, wie sie wieder versuchen, der Allerbeste zu sein. Platz 7. Final Fantasy 7 Main Theme, Final Fantasy 7. Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil von Final Fantasy. Langlebige Titel wie Prelude oder das Hauptthema der Serie könnten hier leicht untergebracht werden. Wir entscheiden uns jedoch für das Thema des wohl einflussreichsten Spiels der Serie. Der langjährige Komponist der Serie, Nobuo Uematsu, liefert diesen atemberaubenden Song zu Beginn der 3D-Spiele und bot ein wunderbares Beispiel für die Entwicklung des Mediums. Mal hoffnungsvoll, mal trostlos begleitet er die Kämpfe der Spielhelden, die versuchen, ihren Planeten vor der Zerstörung zu retten. Einer der reizvollsten Aspekte des Remakes von 2020 war die Bearbeitung durch ein ganzes Orchester, die zweifellos vielen Fans die Tränen in die Augen trieb. Musik.
Platz 6, At Doom's Gate, Doom-Reihe. Während sich viele Spielthemen liebevoll in ihre Erzählungen einfügen, macht der Doomsgate Lust auf eine Sache und nur eine Sache, das Töten. Das macht es zu einer perfekten Zusammenfassung, wie toll diese blutgetränkte Serie ist. Ursprünglich von Robert Prince für das Original von 1993 komponiert, simuliert der Doomsgate Heavy Metal Musik, während du durch die Gegend rennst und dich durch Dämonen kämpfst. Ursprünglich war es nur das Theme des Eröffnungslevels des ersten Spiels, aber es hat sich zu einem Synonym für die Serie entwickelt. Wir haben es geliebt, sie in Doom 3 in voller Metal-Version zu hören. Allerdings müssen wir den Komponisten der Neuauflage von 2016, Mick Gordon, ein großes Lob aussprechen, denn er hat die Musik in eine headbangende, verzehrungslastige Hymne verwandelt, bei der man am liebsten ein Loch in die Sonne schießen möchte. Platz 5, The Last of Us Theme, The Last of Us. Für Naughty Dog, seinerzeit filmischstes Spiel, engagierte das Studio den zweifachen Oscar-Preisträger Gustavo Santaolalla. Und der Mann hat nicht enttäuscht. Er hat die Fähigkeit bewiesen, das Grauen, die Trauer und die Verzweiflung, die in der Geschichte vorherrschen, einzufangen. Nirgendwo trifft das mehr zu, als in dem zentralen Theme, das im Vorspann zu hören ist, wenn die Nachrichten vom Zusammenbruch der Welt berichten. Die Hauptnoten, die sorgfältig und zart auf einem Streichinstrument gezupft werden, unterstreichen das Thema des Verlusts, das im Spiel so häufig vorkommt. Und das Schlagzeug verleiht dem Ganzen eine Intensität, die die Gefahr widerspiegelt, die die Spieler bald erleben werden. Santaolallas Banjo-Version für die Fortsetzung ist ebenso bewegend und unterstreicht, wie viel düsterer die Dinge noch werden sollten. Platz 4, Halo Theme, Halo-Reihe. Halo hinterließ einen unglaublichen ersten Eindruck, als es 2001 auf der ursprünglichen Xbox erschien. Und damit meinen wir nicht einmal den Spielspaß, den es bietet. Die Komponisten Martin O'Donnell und Michael Salvatore begannen ihr Eröffnungsthema mit langsamen Gesängen, die zur Leere und Ungewissheit des Weltraums passen. Doch wenn das Schlagzeug einsetzt und die Streicher die charakteristischen Noten des Themes spielen, können wir uns nur schwer davon abhalten, unsere Fäuste zu ballen. Jedes Mal, wenn wir es in einer Fortsetzung hören, erinnert es uns an dieses erste Mal und jagt uns einen Schauer über den Rücken. Es ist wirklich bemerkenswert, sich vorzustellen, dass so etwas aus einem Spiel stammt, das mehr als 2 Jahrzehnte alt ist. Platz 3, Type A, Tetris-Reihe. Was als russisches Volkslied namens Korobeiniki begann, hat sich zu einem der bekanntesten Videospielthemen aller Zeiten entwickelt. Erstmals arrangiert von Hirokazu Tanaka für die bahnbrechende Gameboy-Veröffentlichung im Jahr 1989, ist Type A für immer mit dem Puzzlespiel und seinen zahlreichen Variationen verbunden. Tetris könnte sich kein besseres Thema wünschen. Es ist so verspielt und eingängig, dass es sich in den Köpfen der Spieler festsetzt, wann immer sie es hören. Aber wir werden uns nicht beschweren. Tetris wurde von unzähligen Menschen auf der ganzen Welt gespielt und trug dazu bei, den Gameboy zum Superstar zu machen. Gut, dass es den Spielern nichts ausmachte, diese kurze, aber mitreißende Melodie zu hören. Platz 2, The Legend of Zelda Theme, The Legend of Zelda Reihe. Das berühmte, von Koji Kondo an nur einem Tag komponierte Thema für Nintendos beliebte Fantasy-Serie ist so beständig wie kaum ein anderes. Wir werden immer dankbar sein, dass Kondo nicht eine neu arrangierte Version von Maurice Ravels Bolero verwenden konnte, wie er es vorhatte. Das The Legend of Zelda-Theme ist genauso eingängig wie viele andere aus der NES-Ära und hat den zusätzlichen Vorteil, dass es das Gefühl von Abenteuer und Heldentum vermittelt.
Zuerst wurde es für die Oberwelten mehrerer Spiele verwendet und Elemente davon sind in vielen Schlüsselmomenten der Serie aufgetaucht. Ganz gleich, wie oft es überarbeitet und neu verwendet wird, es wird immer nostalgische Erinnerungen wachrufen. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Main Theme, L.A. Noir. Title Theme, Mega Man 2. Donkey Kong Theme, Donkey Kong Reihe. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Super Mario Bros. Theme, Super Mario Reihe. Es gibt einfach nichts, was an die Langlebigkeit und den Kultcharakter des Super Mario Bros. Theme herankommt. Noch vor Zelda schenkte Koji Kondo der Welt diese monumentale Melodie. Was als flotter Track für die Oberwelt-Levels in Super Mario Bros. Begann, ist heute das am besten identifizierbare Stück Videospielmusik überhaupt. Es war eines der, wenn nicht sogar das erste Beispiel dafür, dass Videospielmusik wirklich einen Einfluss auf den Spieler hat. Seit ihrer Erschaffung wurde sie in einer Vielzahl von Nintendo-Veröffentlichungen verwendet, ganz zu schweigen von denen der Mario-Serie. Jedes Mal, wenn Nintendo sie verwendet, erinnert sie uns daran, wie weit Videospiele gekommen sind und zaubert uns gleichzeitig ein breites, strahlendes Lächeln ins Gesicht. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.